Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, für die vor einer Woche vorgestellte gefundene norwegische Waldkatze hat sich leider kein Besitzer gemeldet. Nun sucht die schöne Katzendame schnell ein neues Zuhause. Informationen dazu erhalten Interessenten bei den Mitarbeitern des Tierheims Archenoa. Die heutige Folge stellt 2 von 5 Katzen vor, die aus einer nicht artgerechten Haltung vom Veterinäramt in die Archenoa eingewiesen wurden. 3 der Leidensgenossen konnten schon vermittelt werden. Nun sollen Millie und Fridolin die Chance bekommen, so schnell wie möglich ein gemütliches Katzenzuhause zu finden. Die 2 sind zurzeit sehr verstört und ängstlich. Bisher lebten sie mit mehreren Artgenossen und Hunden in einer Wohnung. Die sterile Quarantäne und die fremde Umgebung im Tierheim machen den Miezen Angst. Sie verkriechen sich hinter Sofa und Kissen, sodass das Filmen zur Herausforderung wurde. Tierheim-Mitarbeiterin Conny Herbel kennt Millie und Fridolin aber auch anders. Wenn sie sich an die neuen Menschen gewöhnt haben und diese auch etwas Zeit mitbringen, kommen sie und lassen sich sehr gern streicheln. Nur leider haben die wenigen Mitarbeiter im Tierheim nicht so viel Zeit, wie nötig wäre, um den Katzen wieder Sicherheit zu geben. Beide sind aber immer lieb, wenn sie aus ihrem Versteck genommen werden. Niemals kommen die Krallen zum Einsatz. Am ängstlichsten ist der schwarze Kater Fridolin, der hübsche weiße Pfötchen hat. Er wurde 2010 geboren und gehört nicht mehr zu den ganz Jungen. Gerade für ihn wäre es schön, wieder ein eigenes Zuhause mit Zuspruch für sich zu haben. Die graugetigerte Millie wurde im Juni 2015 geboren und ist etwas mutiger. Auch Millie wäre sicher glücklich, ihr weiteres Leben in einer neuen Katzenwohlfühlwohnung zu verbringen. Sie ist mit ihren 4 Jahren noch eine junge Dame. Die 2 können zusammen, aber auch getrennt vermittelt werden und sollen in eine Wohnungshaltung. Wenn die Gegebenheiten gut sind, kann die junge Millie sicher auch später an Freigang gewöhnt werden.